Der Winter ist da. Das bedeutet Skifahren, Snowboardfahren und sogar Skispringen. Also ich bin jetzt hier auch auf einer Skischanze. Neben mir steht Jan Wahlstedt. Hallo erstmal. Hallo. Was passiert hier so Schönes am Wochenende? Am Wochenende findet hier das dritte Markleberger Skispringen statt. Und zu allem, damit wir auch ordentlich schneien, haben wir hier noch eine schöne Schneekanone besorgt. Und außer Skispringen passiert hier noch was? Außer Skispringen gibt es hier einen Mods-Rodelhang, das auch für die Kinder ordentlich Spaß gesorgt ist. Und die haben hier einen 80 Meter langen Rodelhang, den wir die ganze Woche über beschneit haben. Und somit ist es ein Fest für die ganze Familie. Na, das hört sich ja gut an. Und selber sind Sie auch so Skispringer oder eher weniger? Ich bin leider kein Skispringer, aber im Verein haben wir einige Skispringer bei uns, die sich einfach diese verrückte Idee überlegt haben. Gut, danke schön. Und während ich mir das hier weiter anschaue, schauen Sie sich das weiter an. Das Wetter für Samstag, den 4. Februar 2012. Sonnenaufgang 7.44 Uhr. Morgens beträgt die Temperatur 12 Grad minus, mittags 10 Grad minus, abends 11 Grad minus. Es bleibt den ganzen Tag über bewölkt. Es weht ein Nordostwind. Sonnenuntergang 17.05 Uhr. Das Wetter für Sonntag, den 5. Februar 2012. Sonnenaufgang ist 7.42 Uhr. Morgens ist es minus 13 Grad, mittags minus 10 und abends minus 11 Grad. Den ganzen Tag über bleibt es wolkig, außer am Nachmittag könnte es leicht schneien. Es weht ein leichter Nordostwind. Sonnenuntergang 17.06 Uhr. Das Biowetter. Die Umstellung des Körpers auf die eisige Kälte bringt Anpassungsprobleme mit sich. Wetterempfindliche leiden unter hohem Blutdruck, Kopfweh und Migräne. Im Gegenzug läuft der Stoffwechsel beschleunigt ab. Damit geht es nach einem meist erholsamen Schlaf schwungvoll in den Tag. Das Erkältungsrisiko ist weiterhin als überdurchschnittlich einzustufen. Atemwegserkrankungen und grippale Infekte haben bei ihrer Ausbreitung leichtes Spiel. Die Bauernregel: Sankt Agatha, die Gottesbraut, macht, dass Schnee und Eis gern taut. Das Wetter ist einfach perfekt für das Skispringen hier. Wenn Sie Lust haben und die Kälte Sie auch nicht stört, kommen Sie doch einfach vorbei. Am Samstag und Sonntag findet das Ganze hier statt am Markleberger See in der Nähe vom Kanupark. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß.